Hallo, ich möchte dich hiermit herzlich begrüßen zur Informationsveranstaltung zu den Berufskollegs der Ludwig-Erhard-Schule. Bevor ich beginne, ein ganz kurzer Hinweis. Bei dieser Präsentation handelt es sich um einen allgemeinen Überblick über die kaufmännischen Berufskollegs, die es an der Ludwig-Erhard-Schule gibt. Wenn du dich für ein spezielles Berufskolleg interessierst, gibt es dazu gesonderte Präsentationen. Bevor du dich für ein kaufmännisches Berufskolleg anmeldest, solltest du dir überlegen, ob es tatsächlich das Richtige für dich ist. Dazu solltest du dir überlegen, ob du dich für die Wirtschaft interessierst oder ob es dich interessiert, wie es in einem Unternehmen wirklich abläuft. Wenn du eine dieser beiden Fragen mit Ja beantworten kannst, dann könnte es tatsächlich sein, dass das kaufmännische Berufskolleg das Richtige für dich ist. Zunächst eine kleine Einordnung. Was ist anders an einer kaufmännischen oder beruflichen Schule im Vergleich zu der Schule, die du bisher besuchst? Bisher besuchst du im Normalfall eine allgemeinbildende Schule. In einer allgemeinbildenden Schule bekommst du Unterricht in allen Fächern, die du für irgendwelche Berufe eventuell benötigst. Denn im Normalfall weißt du bei der Anmeldung noch nicht, wo dich dein beruflicher Weg hinführen wird. Du hast dort Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch, Biologie, Chemie, Physik und so weiter. In einer beruflichen Schule hast du hauptsächlich Fächer, die du für dein Berufsleben brauchst. In einer kaufmännischen Schule sind das Fächer wie Betriebswirtschaft, Buchführung oder Gesamtwirtschaft. Ein kaufmännisches Berufskolleg verknüpft beide Teile. Das heißt, du hast sowohl allgemeinbildende Fächer, das heißt, du hast weiterhin Unterricht in Deutsch, Mathe und Englisch oder auch Geschichte mit Gemeinschaftskunde, im zweiten Jahr auch in einer Naturwissenschaft. Zusätzlich werden dir aber auch fachliche Kenntnisse im betriebswirtschaftlichen Bereich vermittelt. Das heißt, zusätzlich kommen neue Fächer hinzu, wie Betriebswirtschaft oder Textverarbeitung. Das kaufmännische Berufskolleg ist eine Vollzeitschule. Das heißt, du bist so wie bisher auch 5 Tage die Woche für mehrere Stunden an der Schule. Welche kaufmännischen Berufskollegs gibt es an der Ludwig-Erhard-Schule? Die Ludwig-Erhard-Schule bietet dir verschiedene Möglichkeiten an. Da ist zum einen das Berufskolleg 1 und 2. Das Berufskolleg 1 und 2 sind zwei aufeinander aufbauende Schularten, für die du dich jeweils getrennt anmelden musst. Jede dieser beiden Schularten dauert jeweils ein Jahr. Zusätzlich gibt es das Berufskolleg Fremdsprachen. Dort liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung von Fremdsprachen. Wichtig dabei ist, dass es nicht nur der normale Englischunterricht und der normale Unterricht in der zweiten Fremdsprache ist, sondern ein großer Schwerpunkt liegt im kaufmännischen Bereich. Das heißt, man lernt dort auch, wie man Geschäftsbriefe oder geschäftliche E-Mails in einer Fremdsprache schreibt. Das dritte Standbein, das die Ludwig-Erhard-Schule hat, ist das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik. Dort werden die Fächer Wirtschaft und Informatik miteinander verknüpft. Das heißt, du hast sehr viel Unterricht am Computer, da auch programmiert wird und die kaufmännischen Kenntnisse auch am PC vermittelt werden. Das Berufskolleg Fremdsprachen und das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik ist jeweils ein 2-jähriger Bildungsgang. Das heißt, du meldest dich einmal an und bleibst für 2 Jahre in dieser Schulart als Schüler drin. Das Berufskolleg 1 endet nach einem Jahr und wenn du dann das Berufskolleg 2 besuchen möchtest, musst du dich im Anschluss nochmal neu bewerben. Was ist noch zu beachten? Bei allen Schularten haben wir eine Probezeit. Diese Probezeit dauert das erste Halbjahr. Auf Grundlage deiner Halbjahresnoten wird entschieden, ob die kaufmännische Schule tatsächlich das Richtige für dich ist. Sind deine Noten nicht gut genug, kann es auch sein, dass du die Schule verlassen musst. Auf keinen Fall kannst du, wenn du die Probezeit nicht bestanden hast, das Schuljahr wiederholen. Damit es nicht bei der Vermittlung der Theorie bleibt, erwarten wir, dass du ein Praktikum im kaufmännischen Bereich machst. Dieses Praktikum geht über 2 oder über 4 Wochen, je nachdem, ob du in einem einjährigen oder in einem 2-jährigen Bildungsgang bist. Das Praktikum muss in den Ferien gemacht werden.
Insbesondere im BK Fremdsprachen ist auch ein Auslandspraktikum möglich, vielleicht sogar eine sinnvolle Ergänzung, damit du auch deine Fremdsprachenkenntnisse im Ausland vor Ort anwenden kannst.